unser Chef liebt Herausforderungen und Aufgaben, die haben wir ihm jetzt gestellt. Wir werden jetzt einen 68-jährigen Patienten sehen, der grundsätzlich eine Adenomproblematik hat. Mehrfach waren sessile serratierte Adenome mit niedriggradiger intraepithelialer Neoplasie im Kolon abgetragen worden. Auch bereits ein gut differenziertes Low-Grade-Adenokarzinom im Kolon Sigmoideum, was wir vollständig endoskopisch im Gesunden entfernen konnten und was entstanden war auf dem Boden eines tubulovirösen Adenoms mit hochgradiger IEN. Jetzt weist der Patient ein großes Papillenadenom auf, ohne Verschluss des Gallengangs. MR-morphologisch und auch in der Endosonographie gibt es keine Stauung, kein Konkrement, kein invasives Wachstum, keine Lymphknoten. Bioptisch haben wir den Nachweis einer niedriggradigen interepithelialen Neoplasie. Hier sehen wir einmal das Endosonobild. Sieht man schön, dass das kein infiltratives Wachstum hat. So sah es aus direkt nach der Biopsie. Und jetzt würden wir uns das Ganze gern live anschauen und den Kampf unseres Chefs. Chef, Sie sind auf Sendung. Ja, okay. Ich bin schon mal vorgegangen. Patient bietet außer diesen Papillenadenom auch noch andere Probleme, wie ich sehe gerade. Normalerweise muss man ja, beim Papillenadenom geht es ja immer darum, die Pankreatitis zu verhindern. Und normalerweise muss man deswegen das Pankreasorgan darstellen, den Ductus Versumianus. Und es macht Sinn, dann da so mit blau versetztes Kontrastmittel reinzuspritzen, allerdings nur ganz wenig, damit einem das nicht die Sicht verdirbt, um das zu markieren. Es ist ja so, dass die Pankreatitis-Rate mit Stent geringer ist als ohne Stent und mit versuchten Stent, da der nicht gelungen ist, am schlechtesten. Also, das heißt, man muss, wenn man es versucht, dann auch reinkommen. Das sehen wir hier auf dem Fleischbild hier. Ein großes Papillenadenom. Das geht hier unten los, geht hier rüber, weiter, bis nach oben hin. Und dass diese kleine Blutspur zeigt, weil ich habe mal versucht, irgendwo, wo der Gallengang sein könnte. Geht bis da oben hin. Das wird man sicherlich nicht in einem Stück abtragen können. Jetzt hat dieser Patient den großen Vorteil, er hat ein Pankreas Divisor. Das heißt, ich muss die Papille jetzt gar nicht so ganz zwangsläufig finden. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht die Sicht damit verderben, dass ich da jetzt noch lange danach suche. Deswegen würde ich jetzt beginnen. Dann zweite Frage ist ja, mein Papillenadenom immer unterspritzen oder sein lassen. Es ist natürlich klar, an der Papille selber bringt das Unterspritzen überhaupt nichts, weil die Gallenwege können ja nicht mit hochgehen, da fahren wir das Gang, also das verschlechtert man die Situation. In diesem Falle würde ich aber doch bei diesem riesen Ding am Rand ab und zu mal gleich ein bisschen unterspritzen, ganz wenig, hier auf der linken Seite, hier, und ein klein wenig auch hier auf der rechten Seite, sodass man da ein bisschen Abstand zum Blutvenalrand hat. Bei Duodenoskop ist ganz wichtig, dass man eine Sklerodade hat, die durch eine Spirale geschützt ist, damit man nicht das Gerät verantwortlicherweise destruiert. So, das ist so eine Schlinge, wie heißt das Ding? Serumnadel. Okay. Bisschen raus die Nadel. Das ist ja immer noch das Problem, dass die Nadel einen Hebel hat da unten. Das heißt, es funktioniert alles mit Verzögerung und ein bisschen schlechter. Ja, reicht mir schon. Ja, ein bisschen noch. Ne, ein bisschen. Stopp. Da sieht, da fällt ja schon am Nadel rein. Okay. Jetzt hier auch nochmal. Ja.
wir schon. Jetzt bekomme ich eine Schläge. Probier mal eine Stille von der Firma Boss in diesem Falle, die sehr schön aufgeht, was in Hypogenum ja eine ganz wichtige Sache ist. War ja oft das Problem, dass man da so ein schlappes Teil hat, was ewig lang ist, aber nicht mal nicht aufgeht. Also einer von uns wird jetzt seine Jungfräulichkeit verlieren, entweder die Schwinge oder ich, weil ich es nicht schaffe. Ich fange in diesem Falle von oben an, habe ich mich entschlossen, weil man dieses Teil von oben immer dazwischen hängt. Sonst. Erste kleine Teil. Es ist immer die Frage, was macht man, damit man auch das gesamte Gewebe wird. Was macht man mit dem Zeug? Ich sortiere gerade noch meine Fußschalter. So, das ist die Situation, die Monika auch dargestellt hat, und schon wieder durchgeschnitten haben. Ja, pass ich sie auf. Was machst du jetzt mit deinem Präparat? Das wolltest du ja. Ja, ich wollte eigentlich, bevorzuge ich das ja dann, das im Magen zurückzutransportieren. Das ist eher anatomisch dumm gefahren, muss ich sagen. Das heißt, wir müssen ihn immer auf den Rücken zurückdrehen, auf die Seite drehen, um wieder runterzukommen. Dann macht doch ein bisschen Druck nochmal. Dann merke ich das doch mal. Das geht nicht, wie es müsste. Das heißt, du legst es in den Magen. Ja, und dann ziehst du es wieder runter. Auf. Sonst ist es, flutscht es weg in den Dünndarm und dann. Ja, wird verdaut. Ja. Histologie, ne? Ja, genau, und dann ist es schlecht. So. Die Alternative wäre, dass der Dienstag eine Ballonhände aus dem Klimaten alles birgt. Das ist eine hervorragende Idee. Elke? Die Elke ist unterwegs, ist gleich da bei dir. Okay, das macht Sinn. Haben Sie schon mal mit der Schlinge gearbeitet? Der großen Schlinge mit dieser noch. Wenn dieser noch nicht, die soll schon gut aufgehen. Kann man vorher auch sagen, es reicht ein bisschen zu klein, ne? Würde ich fast sagen. Ja. Wie groß ist die? 20 mm. Schlinge? 20. Sie haben auch ein Ruhrgebiet oversized, da sind oben hier. Was heißt oversized? Naja, wenn es Adenomen werden, so groß ist. Ach, langsam zu. Aha, das ist ja ein guter Einblick in das finde ich mal schön. Einblick und Durchblick. So, nochmal aus, dann möchte ich das vielleicht auch. Berge, Zuwasser. Es kann nicht dabei liegen bei diesem Patienten, muss man so sagen. Das Wein ist ja nicht gleich Wein. Okay. Jeder was gelernt, ja? Ja. Der Alkohol erreicht mich nicht. Okay. Man
Wir haben dann danach ein Ferngebäude, wo man das einzeln dann bergen kann. Normalerweise ist der Bergevorgang nicht so ein Problem wie bei diesen Patienten, weil es einfach die Menge hier macht. Ja. Apropos Bergevorgang, Werner, der andere Team, der ist gerade im Umfang. Am Berg, was? Dürfen wir eben rüberschalten? Ja, klar.